Berlins neuestes Farbbeutelopfer ist das Amtsgebäude des Innensenators in Mitte. Die Attacke fand am frühen Morgen statt. Einige sehen sie durchaus in Zusammenhang mit einer möglichen Räumung des Flüchtlingscamps in Kreuzberg. Und genau da am Oranienplatz begann am Nachmittag auch ein Protestzug der Unterstützer der Flüchtlinge, der im Laufe des Abends zum Dienstsitz von Frank Henkel weitergezogen ist. Rainer Unruh über die Beteiligung und den bisherigen Verlauf der Aktion. Sie wollen bleiben, keine Räumung. Das ist die Forderung der Flüchtlinge und ihrer Unterstützer vom Oranienplatz. Es dauert mindestens 2 Stunden, bis ca. 1200 Menschen zusammenkommen und die Demonstration kurz vor 17 Uhr beginnt. Es könnte zu Gewalt kommen, so die Befürchtungen, denn am Morgen wurden aus Protest, vermutlich weil Innensenator Henkel den Platz bis spätestens 18. Januar räumen lassen will, Farbbeutel auf das Haus der Innenverwaltung geworfen. Aber beim Protestkonzert kurz vor Demonstrationsbeginn alles ganz friedlich. Zu African Reggae-Rhythmen füllt sich der Platz langsam, kein Krawall. Einige Kreuzberger unterstützen den Protest der Geflüchteten. Der soll auf gar keinen Fall geräumt werden, weil ich das sehr wichtig finde, dass dieser Platz als Symbol dafür, für diese verfehlte Flüchtlingspolitik stehen bleibt. Kurze Dissonanzen zwischen Polizei und Demonstranten dann, als der Zug sich in Bewegung setzen will. Es dürfen keine Zeltstangen als Fahnenstangen verwendet werden, damit später keine Zelte vor der Innenverwaltung aufgebaut werden können. Unterstützung der Proteste auch von Lokalpolitikern. Sie haben unsere Unterstützung. Ich denke, dass die berechtigten Forderungen umgesetzt werden müssen, dass dafür gesetzliche Änderungen notwendig sind. Menschenrechte, Bleiberecht, aber auch Freiheit der Bewegung und das Recht zu arbeiten, das sind berechtigte Forderungen, die wir vollumfänglich unterstützen. Eine Vertreterin der Geflüchteten fordert vor allem Schließung aller Heime und Abschaffung der Residenzpflicht. Our demand is close all the lagers and also is to abolish the resident pflicht. 500 Polizisten sichern den Demonstrationszug ab, der über Moritzplatz und Heinrich-Heine-Straße verläuft. Alles bleibt friedlich, keine Flaschenwürfe, keine Steinwürfe, nur ein paar Böller sind das einzig Aggressive. Am Alexanderplatz dann der erste Zwischenstopp. Später wollen Demonstranten ganz in der Nähe am Molkenmarkt vielleicht Zelte aufbauen. Das könnte Ärger geben. Demonstrieren kann jeder, aber wer einen Zeltplatz aufbauen möchte, braucht eine Sondernutzungsgenehmigung des Bezirks. Und die liegt hier nicht vor. Und deswegen würden wir das unterbinden, wenn in Mitte ein Zelt errichtet wird. Trotz dieser Ankündigung wollen die Demonstranten bis morgen durchhalten, ob mit oder ohne Zeltbau.